Im DDR-Sport war Jutta Müller eine der schillerndsten und erfolgreichsten Trainerinnen. Im Alter von 94 Jahren ist sie nun in einem Pflegeheim bei Berlin gestorben. Die in Chemnitz geborene Jutta Müller führte Witt 1984 und 1988 ebenso zu Olympiasiegen wie 1980 Annette Pötzsch. Zudem holte sie mit ihrer Tochter Gabi Seifert und Jan Hoffmann jeweils Olympiasilber und Titel bei Europa- und Weltmeisterschaften. Jutta Müller wurde selbst DDR-Meisterin im Paarlauf. Die Stadt Chemnitz ernannte sie zur Ehrenbürgerin. 2004 wurde sie in die Hall of Fame der Eiskunstläufer aufgenommen. Auch nach dem Ende ihrer Trainerkarriere zog es sie immer noch in die Halle des Chemnitzer Eislaufclubs, dem früheren SC Karl-Marx-Stadt. Nach der Wende stand Müller, die als sehr nah zum SED-Regime wahrgenommen wurde, nicht mehr im Rampenlicht. Die einstige Lehrerin für Deutsch, Musik, Mathematik und Sport war 1946 in die Partei eingetreten. Sie hat Talent erkannt und war selbstgetrieben, dass man dies nicht vergeudet. Unsere Gedanken sind bei ihrer Familie. Möge sie in Frieden ruhen. Wenn dich dieses Video berührt hat, hinterlasse bitte ein Like und ein Abo für diesen Kanal. Und schreibe einen freundlichen Satz der Anteilnahme in die Kommentare. Vielen Dank!